Sie ist endlich wieder zurück. Die Fußball-Bundesliga, Saison 2019-20. Ich glaube, dass das eine der ausgeglichensten Bundesliga-Saisons wird seit langem. Und vielleicht so spannend wie lange nicht. Und das alles wegen diesem einen Satz. Ja, wir wollen wieder um den Titel mitspielen. Eine Dortmunder Kampfansage. Ein Angriff auf die bayerische Vormachtstellung. Das Problem? Das Münchner Selbstverständnis. Der Titel geht nur über Bayern München. BVB vs. FCB. Borussia Dortmund, nominell mit dem stärksten Kader, seit Jahren. Da ist es ganz klar, dass unser Ziel einfach sein muss, dieses Jahr ganz oben zu stehen. Eine schwarz-gelbe Gewitterfront im Westen, auf dem Weg ganz runter in den Süden. Das bedeutet für uns, dass wir natürlich einen sehr ernstzunehmenden Gegner haben. Das war vor 8 Jahren das letzte Mal, dass man auch vor der Saison mal gesagt hat, man möchte Meister werden. Und Borussia Dortmund kann auch ernsthaft Meister werden. Die Bundesliga-Saison 2019-2020. Eine mit Potenzial. Junge Spieler, hungrige Teams. Das Feuer brennt im Kampf um Europa. Das ist auch gut für die Liga, dass viele Mannschaften, glaube ich, ambitioniert sind. Saison 2019-20. 8 neue Gesichter auf den Trainerbänken. Andere Ideen und Spielsysteme. Frisches Blut für die Liga. Und viel Freude und Begeisterung. Nicht nur von außerhalb, auch von unten. Die Aufsteiger, für einige die potenziell ersten Abstiegskandidaten. Aber Düsseldorf hat letztes Jahr das Gegenteil bewiesen. Die Bundesliga auch in diesem Jahr wieder gut für Überraschung. Wer hat am Ende was zu lachen? Ich konnte die Tage kaum abwarten, bis es zu diesem Tag kommt. Dieser Tag, wenn es endlich wieder losgeht. Der Start der Bundesliga. Das ist für mich die beste Liga der Welt. Denn die Bundesliga ist eine Top-Liga. Und die wird in diesem Jahr vielleicht so spannend wie lange nicht. Ab heute ist sie vorbei. Die Zeit des Wartens. Ab heute geht es endlich wieder los. Sie ist wieder zurück für die Saison 2019-20. Die Bundesliga.